vielen Dank. Dann wäre das schon mal erledigt. Ja. Und wegen der Weite, da melde ich mich dann nochmal. Ach so, aber wir hatten noch Feld in Gespräch. Da könnte ich Ihnen anbieten, dass die 82, die ist recht groß. Vielleicht die 79, die ist unten beim LU. Also jetzt beim alten LU. Dann. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Ich bräuchte ja für die Schafe erstmal Gras. Boah, Gras sieht sehr dünn aus. Da vielleicht. Entweder sie sehen halt Gras an. Ach Mist, da bräuchten sie eine Sämaschine. Oder sie lassen es als LU machen. Dann käme vielleicht einer dieser beiden Felder in Frage. Oder Feld 10, das wäre aber ganz oben, also beim Harry hoch 2. Oder die 36, da ist nur in der Mitte ein bisschen Beton drauf. Fragen Sie mich nicht warum. Die ist bei Hof 1, also beide weit weg. Das kann ich Ihnen sagen, weil das Gefängnis stand. Stimmt, da war ja was. Da war was. Nachdem wir am Montag noch, kurz off-topic, wir haben am Montag die Stadt Schwarzing vom Bauhof getrennt, dass der Bauhof auch Steuern zahlen muss. Haben wir hier die ganzen Parzellen umschreiben müssen, deshalb sieht es hier jetzt auch mehr blau wie orange aus. Das hier außen musste noch beim Bauhof bleiben, weil der da oben schon Gebäude platziert hatte. Aber blau ist jetzt die Stadt und deshalb, darum geht's. So. Genau. Okay, wie schaut's denn mit der 90, 91, 92 aus? Oder? Die 92 könnten wir vielleicht machen. Das ist jetzt nicht so weit weg. Schauen Sie mal, Feldwiese 100. Ja. Ich glaube, das würde, wenn Sie sich nicht so viele kaufen, ausreichen. Zumindest vorerst. Man muss ja langsam wachsen. Da hätten Sie sogar ein bisschen Wald, da könnten Sie wieder Forst machen. Ja. Wenn, dann stelle ich jemanden an für den Forst. Okay, also dann, wenn Sie mir das als so ein, zwei Grasschnitte überlassen würden, dann wäre ich schon glücklich. Ja, die 100, ein, zwei Grasschnitte, machen wir mal zwei Grasschnitte frei. Ja, okay. Und wenn Sie danach das Feld noch weiter behalten wollen, machen wir... Dann melde ich mich, dann machen wir vielleicht einen Kaufvertrag oder so. Oder das. Genau, dann melde ich mich. Okay, super. Dann. Aber haben Sie den Jürgen hier gesehen, den Rasex? Ich glaube, der könnte am Landhandel sein. Da oben an seiner Werkstatt vielleicht. Okay, also hier war er noch nicht. Ja, nicht, dass ich den jetzt übersehen habe. Nee. Also ich habe auch nichts zu sehen. Okay, gut. Danke erstmal. Ja, ciao. Tschüss. Also, jetzt habe ich folgenden Plan. Ich werde mir den Ford-Traktor holen. Der hat mir ja die Subventionierung schon überwiesen. Der Ford-Traktor hat genügend Leistung, für die ganze Geschichte, die ich erstmal brauche. Oder warte mal. Mähwerke. 90, 80. und 80. Wie viel PS hat der? Ich glaube, der hätte eigentlich genügend. 125 PS. Also das könnte ausreichend sein, dass ich damit alle Geräte bedienen kann. Und dann verkaufen wir nämlich auch den Traktor hier, machen mega die Kohle. Und dann kann ich richtig investieren. Dann kann ich mir nämlich ordentlich viele Schafe reinballern. Oh Gott. So.
kann der hier einmal komplett verkaufen. Das Einzige, was ich behalte, ist den Frontlader. Da machen wir noch eine Poltergabel, eine Palettengabel dran. Ich brauche dann noch einen Anhänger, den ich umbauen kann. Ich glaube, der Jürgen hat mich vergessen. Hans-Peter hat mich auch vergessen, der hat sich auch nicht gemeldet, der Fisch. Ein IT-Runner-Pack. IT-Runner, den Anhänger. Also diesen, den Anhänger, ja, genau. Hallo? Und zwar mit Michelin. Das ist in dem Telefon, sorry. Und Breitreifen. Moment. Ach, das war hier. Herr Veruna? Ja? Sie kommen wegen den, Sachen? Ich komme wegen dem Anruf, den sie nicht getätigt haben. Und ich hätte eine Bestellung. Ja, Moment. Herr Knoll, welche Farbe? Normal. Ganz normal, Standard. Okay. Und Michelin hat gesagt. So langsam hat hier mal ein bisschen was stehen. Okay, ja. Moment. Überdimensioniert, was der hier macht, ne? Es drückt ihn ziemlich nach unten hinten. Ja, ich habe auch gedacht, der ist ein bisschen tiefer gelegt hinten. Aber es ist ein Powerstar, ist ein Problem. Ich will nichts. Das ist der Große. Ah, ja. Ja? Ah, kacke. Wir können das ganz einfach lösen. Was denn? Ich hab das auszusehen, das falsche Konto. Das muss ich später nochmal überschreiben lassen. Also es ist auf welches Konto ist das denn jetzt? Es ist auf meins jetzt. Ich hab ihn, ja, dann kaufen Sie einfach nochmal einen neuen und den können Sie sich behalten. Wenn man einmal mit Leuten vom Fach arbeiten würde. Ich weiß gar nicht, wie der hier überhaupt arbeitet. Hier steht alles voll. Ja. Herr Veruna? Hallo? Ja? Was haben Sie gesagt? Nichts. Ich wollte wissen, wann Sie fertig sind. Herr Peter? Achso. Ja. Ja. Also soll ich den jetzt hier raus? Ja. Nehmen Sie den nicht. Okay. Und was ist wegen dem Verkauf? Ja, guck ich gleich. Okay. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Herr Veruna, kommen Sie da mal raus. Nee, ich habe keine Lust. Oder kommen Sie da nicht mehr raus? Ich warte mal kurz, mal gucken, ob es ihm auffällt, dass sie hier hinten drin sitzt. Herr Peter? Ja? Da ist ein Schloss vor. Hä? Ah. Ja, sorry. Ja. Einmal mit Profis. Sagen Sie nichts. Nein! Zurück! Zurück! Weiter, weiter, weiter! Weiter, 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 stopp!
Sieht gut aus. Ja. Passt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Bitte schauen. Bitte schauen. Hey, jupp. Der hat wirklich nichts gemerkt, hey. Ja, ja, ja. Also, jetzt. Ja. Es geht einmal. Ja, ja. Es hat sich ein bisschen was geändert. Kompletter Mo-Verkauf hier. Alles. Alles. Auch den Steier, außer den Frontlader. Also den auch verkaufen, okay. Den Frontlader nicht. Der müsste nur umlackiert werden. Ah. In ein Blau, was dem Ford so nah wie möglich kommt. Dem Ford? Ja, ich möchte nämlich einen Ford-Traktor bestellen. Schickes Stückchen. Ja, ja, ich habe da nämlich mal geguckt und habe da eine Subventionierung gekriegt. Ja, deshalb würde ich mir jetzt den holen wollen. Also, ein Ford. Und deshalb irgendwas, was... Moment mal. Ja, machen Sie das Ding mal aus. Ja. Ich glaube, das nächste ist New Holland Blau oder so, oder? Müsste ich mal gucken. Aber das können wir ja gleich mal gucken. Also ich bräuchte mal ein Angebot und stellen Sie es einfach nach Rumänien, weil Sie haben ja nicht geantwortet. Ja. Der Harry ist jetzt Förster. Uff. Viel Spaß. Soll ich hier mal den Dinger wegfahren? Den was? Den Ponse. Oh, warte, darum kümmere ich mich zuerst. Ich kann das. Ich habe nur keinen Schlüssel. Alles gut. Gucken Sie mal weg. Gucken Sie mal zu dem schönen Häcksler. Ja, den Häcksler, den habe ich vorhin schon gesehen. Der ist richtig gut. So, und gucken Sie schön da weiterhin. So einen hätte ich auch irgendwann mal gern. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich brauche, wenn ich jetzt Schafe mache. Oh. Very Stream Inside. Ich glaube, ich habe ein Problem. Oder? Rückwärts. 900 mal 60. R42, ey, Alter. 42 Zoll Felgen sind da drauf. Das ist ja brutal. Kann man da mal einsteigen? Ups. Oh ja. Guter Pass hier drin. 24 Volt Steckdosenstrom. Ja. Alles da, was man braucht. Bestimmt auch irgendwo ein Kühlfach, ne? Ah, da in der Ecke, ja, ja. So. Zu retten und zu warte, jetzt kommen wir zu Ihren Sachen. Wie gefällt Ihnen der? Was? Hallo? Wie gefällt Ihnen der? Oh, richtig schick hier. Ist gut, gut, komm mal. Kann man sich gut angucken. Ja. Aber jetzt kommen Sie mal auf Butter bei der Fische, geben Sie mal Gas. Ich rufe mal nochmal schnell, also alles nach Rumänien, außer den Frontlader bitte. Den brauche ich wirklich noch. Ja. Die Poltergabel kann weg, aber den Frontlader brauche ich. Ja. Ich rufe mal kurz den Jürgen an. Jo, machen Sie das. Wenn wir 1 Million haben, würde ich sagen. Ja. Hallo, Jürgen. Ja. Ich warte. 0. Hallo. 0. Ja. Wolltest du nicht was erledigen? Was denn? Hallo. Baruna? Ja, Hof? Ich stehe hier auf seinem Hof und warte auf ihn. Ah. Okay. Ich hab den Jürgen erwartet und geordert. Volker, da ich momentan sehr viele Aufträge habe. Mein Telefon hängt nicht still, wie bei dir. Okay, irgendwie komische Mailbox-Nachricht. Ja,
Okay, ich gut. Ich komme aber nachher mal vorbei, wenn ich Zeit habe. Jo, sag dem Knoll, ich komme gleich. Ich muss gerade noch was erledigen beim Händler. Okay, gut. Jo. Tschüss, ciao. Tschüss. Knoll, der kommt gleich. Lele. Alter. Hans-Peter, wird das noch was heute? Andersrum Bleib lenken. Ruhig. Oh. Gucken Sie weg. Da, da, da. So ein Schwader, ich weiß gar nicht, ob ich einen Schwader auch brauche. Oh. 27, 28, 5. Achso, ne, passt ja. Ich weiß nicht. Schwader bräuchte ich erstmal, glaube ich, nicht. Ich brauche ein Frontmähwerk. Ich hole mir ein Frontmähwerk und so ein Ladewagen, den kleinen. Das müsste eigentlich passen. Ich gucke noch mal in den Katalog. Ich brauche noch ein Wasserfass, fällt mir gerade ein. Gibt es da irgendwas im Angebot? 7000 für 9000. 6000 für. Also 7600 für 7500 Liter. Tja, dann nehme ich doch das von diesem LSFM. Das ist ja billiger und kostet und passt mehr rein. Das ist ja gut. Okay. Ich brauche einen Wasserfass. Oh, ich brauche noch einen Pritschenanhänger irgendwie. So ein Dingens. Dum, da, dum, da, dum. Irgendwas. Irgendwas für die Paletten. Den hier in Schwarz. Oder so. So ist doch auch cool. Okay. Herr Strautmann ist mir mit der einen Achse ist mir zu hässlich. Hans-Peter? Ja. Den Ford, wie sollte es sein, ne? Der Frontlader. Ja, oder ist es Goldhofer? Ich muss schauen. Ne, ich glaube, das ist New Holland. Du, du, du. Das soll. Hä? Herr Varuna, hören Sie mich? Nee, die Traktoren hier ist alles zu laut. Hier, sehen Sie? Ja, wenn das passt, ist gut. Ich schau mal. Machen Sie mal kurz den Harry. Ich glaube, der hat's auch irgendwie eilig. Achtung. Ach, Alter, alle wollen mir. Ja. Warte, ich gehe mal gerade zum Harry. Hi, Harry. Hallo. Der Hans-Peter ist so gestresst. Ich glaube, das ist der Nächste mit dem Burnout. Hallo, hier wäre der LKW. Ja, ist schön, dass Sie da einen LKW haben. Der ist doch von Ihnen. Ach, ja, ja. Das war der Gemietete. Stimmt, den hatte ich noch. Ja, den hatte ich vermisst. Ach, da habe ich ja nicht... Ach, ja. Wir haben eine Wartung drauf gemacht. Ja, das ist nett. Das war also die Abbuchung vorhin. Ich lade ihn mal ab. Ja. Gut, kannst, ist weg. Langsam.
noch ein bisschen. No, ja, ja, ja. Gut, und Vollgas. Dass der immer alle Motoren anlässt, ich weiß gar nicht. Achso, du bist wieder dabei, okay. Irgendwie ist heute viel Warterei angesagt. Es tut mir leid. Gut. Könnte ich dir dann gerade noch die Bestellung durchgeben? Hallo? Das ist die falsche Farbe. Hier ist der Eng. Ein Zeller, ne? Jo. Grüß dich. Servus. Servus. Ich hab doch gesagt, er soll New Holland nehmen, aber nein, er muss dir alles andere nehmen. Ey, so ein Fischkopf, ey.